Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, ihr Flüht, und auch heute im Land Ratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris in den unendlichen Weiten des Weltalls. Zur Sternzeit 08.12.2017. Mit dem guten Malvorik. Servus und hallo. Und Dano ist natürlich auch dabei. Mitten im Krieg mit Boca Sheran. Eigentlich müsste man das jedes Mal machen. Mit dem Krieg mit und dann einfach so ein Platzhalter. Je nachdem, gegen wen wir gerade Krieg führen. Im Krieg mit ... x-beliebiges Volk einfügen. Müsste auch alle Folgen einfach nur noch so benennen. Im Krieg mit ... Manchmal ist eine etwas längere Liste, manchmal eine kürzere. Je nachdem, wo Pontus mitmacht oder nicht. Oder am Anfang, wo die ganze Galaxie mal gegen uns war. Ja. Dort war noch Zeugen. Oh, ich hab... In Sau habe ich gerade einen Kampf. So, nur was Kleines. Ja, Separatistenaufstand interessiert mich gar nicht. Vielen Dank. Interessiert mich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Vielleicht kann man das ja mittlerweile auch wegklicken in einer neuen Version. Schön wäre es, wenn man sagen könnte, das möchte man sich gar nicht anzeigen lassen. Das wäre echt sehr nice. Ja, 77%, denen gefällt das wohl so gar nicht. Ja. Aber wir haben unseren Spaß. Und wir haben einen vielversprechenden Admiral gerade dazu bekommen. Geil. Boah, Alter, wie viel Admirals habe ich denn da? Okay. Das ist Station Attack. Ich glaube es natürlich, dass der Ich glaube, es hackt hier. Wir haben ja wohl die Hacken dicht hier. mit 28 Jahren, der ist ja noch blutjung und eindeutig der Mann der Zukunft oder der Weihwachs der Zukunft. Und du, schnell wie der Sturm, na dann. Na dann viel Spaß mit deinem eigenen Kommando. Viel Spaß. Kolonie. Bisschen Kolonie schadet nie. Ja. Subterranus Prime, genau, das ist fleißig am Bauen. Wie schaut's denn da auf der Oberfläche aus? Na, sehr süß. Noch sehr jungfräulich alles. Zufriedenheit bei 70%? Wieso denn nur 70? Naja, egal. Ihr kriegt's was. Monument der Reinheit, genau, viel Spaß. Eigentlich auch geil, oder? Stell ich so Monumente der Reinheit rein, das müsste eigentlich noch weniger Zufriedenheit geben für alle anderen Völker. Ja, naja. Nur das Weihwachsvolk! Und der restliche Gesocks. Darf so ein Sklaventum da fristen, ein Sklaven da sein. Ja, 98%, die wollen sich aber auch bieten lassen. Nö, wir sind noch nicht ganz down. Noch haben wir 2%, an denen wir festhalten.
sondern wieder die Grenzen dicht die Säcke. Okay. T-H-E-E? Min? Okay. Das sind doch keine... Da ist doch nichts drinnen. Da sind doch keine Trümmer drinnen. Oder wird es nur nicht angezeigt? Oh, Tatsache. Na gut. Wie das so ist. Wenn das so ist, dann ist das so. Okay, gut, jetzt wird's immer Zeit. Lass sich wieder alle versammeln. Ich habe gerade 21 Militärflotten, die so herumschwirren überall. Wir sind jetzt im Krieg. Adex mit irgendeinem anderen Pokerscherern. Wo sitzt denn du? Schon wieder? Hm? Ach, mitten, mitten in mir drinnen ist der. Okay. Ja. Klang vielleicht etwas falsch. Ach nö, jetzt. Ey. Ich hab mich gar nicht gespürt. Hat einfach Flutsch gemacht. Sehe ich das richtig, dass Adex gerade mit allen übrigen außer uns im Krieg ist? Bokushiran Order, Miro Viander Galactic Consortium, Coalition of Rontos, Obdian Hierarchie. Eigentlich ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, den gefallenen Reich den Krieg zu erklären. Sind die mit Rontos im Krieg oder was? Ja, mit allen. Klick mal, warte mal, ich mach mal Pause. Klick mal Adex an und dann klick mal auf im Krieg mit. Gegen wen die alles gerade kämpfen? Achso, ja, weil da immer alles drinnen steckt. Beim Rontos und der Rest. Ja, Entschuldigung. Haben die? Nee, die haben nicht mit Rontos Beef. Ich sehe Rontos nämlich dann irgendwo aufgelistet. Oder? Doch, und auch wenn du Rontos anklickst, steht das Ronto, Collection of Rontos im Krieg mit Adex, Restorers und United. Ach, die heißen ja auch schon wieder anders. Collection of Rontos. Die sind auch einmal nur Rontos. Was ist eine KI? Das hat eine KI mal kurz übernommen und gleich ist mal umgetan. Okay. Ja, schön. Nice, wenn sich die ein bisschen platt machen. Siehst du irgendwo ADX-Schiffe? Da ich da hinten keine Sensorreichweite habe, nur von deinen Dingern aus, aber momentan nein. Ja, da wir nicht mehr befreundet sind, sehe ich die auch nicht mehr. Also befreundet. Ne? Untertan. Ja, genau. Okay. Ja, passt. Von mir aus kannst du weitermachen. Wie lange habt ihr nie noch Waffenstillstand? 4 Jahre, okay. Ja, ich weiß, dass ihr Separatisten aufstehen haben, bitte. Gebiete. Kann man das vielleicht irgendwo wirklich in den Einstellungen ausschalten? Ereignis-Pop-Ups aus. Danke. Ereignis-Pop-Ups, wo sind die jetzt abgeschaltet? Escape, Einstellungen, Gameplay. Ja. Und das sind die Dinger mit? Denke ich mal. Ihr welche denn alle? Ja, ich weiß es nicht. K-
Kriegserklärung. Weil theoretisch hast du sie ja eh oben und kannst du dann anklicken, wenn irgendwas wäre. Sind das nicht die eigenen Pop-Ups? Naja, also ich glaube sowas wie Separatistenaufstände und der ganze Kack ist da auch dabei, oder? Der ganze Kack. Ja, das nervt ja wirklich. Ich meine, wenn man bei 60% Kriegsstand ist, dann braucht das nicht die ganze Zeit sehen. Du siehst mich doch ohne mehr. Schauen wir mal, ob das hilft. Ja, und wir haben Frieden. Ja, die haben abgegeben. Den Löffel abgegeben. Ihr sollt's doch. Kommt's daher, ihr Deppen. Was soll's, ihr Deppen? Joa, der Anu wird auch ein bisschen größer hier. Joa. Man tut, was man kann, ne? Gleich mal Grenzreichweite erforschen. Also ich sehe keine Adex unterwegs, aber ich habe auch nicht viel Grenzreichweite da drinnen. Also viel, keine Ahnung, wie der, dieser Radius da heißt. Du machst die Sensorenreichweite? Mhm. Ich meine, eigentlich müssten wir eingreifen, weil ansonsten steckt sich ja Adex alles andere ein, ne? Ich sehe nur eine United Rutarian mit 56k Armee. Ich wusste gar nicht, dass die so groß sind, diese Rutarian. Okay. Sind die United Rutarian, wir wandern die nochmal. Ach, das sind die von Einzelbedrohung, die Vasallen. Die machen dann auch mit. Ja, okay. Sind wahrscheinlich die einzigen, die was, die sich ausbluten lassen und Adex spielt sich an den Eiern und macht nix. Colony established. Thank you. So, weißt du was? Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Jetzt da alle nach Hause. Ich so eine Scheiße. Du kommst nach Seehufs. Seehufs. Und der Rest kommt nach. Die Hufe ist on fire. Oh Mann. Ernsthaft, Arno. Ja. Ja. Es kommt nach Ferragon. Nicht Aragon, sondern Ferragon. Zur großen Reunion. So, dann wollten wir nochmal 9 ausheben. Was sind denn das für? Hä? Ich hab die noch nie gebaut! Oh Mann, diese KI, weißt du, ist sie einmal am Drücker und baut lauter Zerstörer. Wir brauchen Zerstörer, ey. Oh Mann. Ist das das neue Endgame oder was? What the fuck? KI übernimmt kurz und danach musst du wieder alles richten.
weiß nicht, was die alles gebaut haben, ey. Nee. Man, okay, wenn ich sie schon hab, dann. Oh. Dann setze ich sie halt ein mit meinen ganzen Korvetten. Dann kommt es da zu den Korvetten. So eine kleine Mini-Armee, die wir vorschicken können. Bescheuert. Ja, gut, sehr schön. Gut, dann mal weiter. Kolonie schief. Außenposten in Arschmike. Arschmike. Cooler Name. Hä, ich hab das doch gerade schon ausgebaut, den Raumhafen, oder ist mir der wieder zerstört worden? Nur toll, ey. Boah, what the fuck, was kommt da gerade rein? Hast du das auch? Nee, was denn? Irgendwelche Rufzeichen? Was? Nee. Was für Rufzeichen? Ah, Separatistenaufstände, die werden alle in Form von Rufzeichen auf. Ah, okay, cool. Cool. Da brauche ich ja da nicht draufklicken. Boah, Alter, was das für Rufzeichen sind, ey. Nice, die ganze Zeile voll von Rufzeichen. Ich hab grad dezent Schock bekommen. Zerfallt mein Reich von innen. So endet's. Boah, das wäre echt ein unrühmlicher Abgang. Und weil ich so fette Sektoren habe, dass ich die dann alle, alle gleichzeitig entsagen und mir den Krieg erklären. Das wär's. Das wär ja witzig. Jojo. So, was haben wir jetzt hier? Oh, Alter, dieser Idiot hat alles an Terraform gehabt hier, was ich jetzt alles in Beschlag genommen. Und jetzt muss ich erstmal dem sein Terraforming abwarten, bevor ich meins dann übersetzen kann. Glaub's ja nicht. So ein Idiot. Echt nur. Ach, kein Fuck off. In der Leicht. Okay, krass. Das ist mal eine Flotte. Das ist mal ein Ding. So, bin ich mal gespannt, auf welche Werte ich da komme. Mit einer großen Flotte. Und dann kann man das mal gegenrechnen mit dem Gefallenenreich. No.
Siehst du denn jetzt seine Flotte, oder? Nee. Aber er hatte mal 600k. Das weiß ich zumindest noch, aber ich weiß nicht, ob er sich verbessert hat seither. Wird die Tori hier zu bezweifeln, war. Ja, glaubst du? Ja. Wenn sich der ausbaut, kann er auch durchaus an seiner Flotte bauen. Ja, aber er kriegt ja von dir und von mir schon keine Gelder, keine Ressourcen und keine Flottenkapazität mehr. Ja, gut, da hat er trotzdem noch ein paar. Die den Rücken stärken. Naja. Jo. Die Kapazität ist aber unterlegen, das heißt, alleine ich habe eine größere Kapazität als er. Joa. Wie sind das bei dir? Wenn du ihn anklickst. Ich weiß nicht, ich habe 2600 Kapazität in Summe. Also ich habe 1900 und bin jetzt schon drüber als er. Ja, dann werde ich auch drüber sein. So. Ja. Technologie ist ebenbürtig. Du bist halt, glaube ich, technologisch mittlerweile schon wieder weiter als ich. Ja. Wenn du ihn anklickst, bist du ja, nee, ist auch eben. Okay. Ebenbürtig. Flottenstärke, wie ist das bei dir? Überlegen. Hm. Wow. Ja, aber wir können jetzt trotzdem probieren. Schlimmer ist voll auf den Sack zu kriegen, kann es ja nicht sein. Hast du zufällig noch mal ein paar Mineralien? Ja, warte, stellst du mir die Anfrage? Mhm. Alles. Alles, was der hat. Kurzform. Das war hier unten. Oh, gut. Mal schauen, ob sie das verbessert haben, dass man jetzt auch mehr Schritte einbauen kann. So tausender Schritte. Der wär echt praktisch, ja. Fugarium! Fuckarium! So, sehr schön. Die ganzen Separatistenaufstände und da hinten noch so das Handelsangebot. Ganz am Ende! 15.000! Ganz am Ende ist auch die Folge! What? Jo. What, ha? What? Ich hätte, da habe ich jetzt 23 Minuten? Bei mir 24, aber okay. Eine Minute halt noch okay. Okay, tschüss, Bam. 1, 2, 1. Arktische Welt, ja, jetzt kann ich da die endlich terraformen. Fuck you, ey, wie lange will der noch terraformen? Gibt's ja nicht. Wie lange das braucht, bis das eine Gaia-Welt wird? Unglaublich. Die ist unglaublich. Hm? Wir terraformen die ganze Nacht. Ja. 1, 2, 3. So, 15.000 schon wieder ausgegeben. 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3, hey! Arktische Welt, und wo siedeln wir uns noch hin? Was ist denn aride Welt nochmal? Kann ich das irgendwie brauchen? Besiedeln? Ich weiß nicht. 50%. Na, dann terraformen wir das auch mal. Das, was da mitten im gefallenen Reich drinnen ist. Mhm. Dass ich das auch mal mir schnappi. Schnappi, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. Oh Gott. Sehr schön. Und da dann noch hinsiedeln auf die arktische Welt. Genau.
Hast du mir gerade was geschickt? Jo. Monatlich Mineralien. Und dafür schenke ich dir ein Planetensystem. 100 Mineralien monatlich. Nee. Na komm. Boah, Alter, was das wieder an der Grenze ausmacht, ey. Ich glaube, eine Delle oben drin. Vorher war der eine Auswölbung, jetzt ist eine Delle. Okay. Ich guck gleich. Ich hab's nicht überzeugt. Also, gerade war ich fertig mit den Koloniesystemen, dass ich 13 von 13 hab, zack, schon wieder zu viel. Gänge schien. Ih, da sitzen ja Menschen oben. Bäh. Kann man die säubern? Ja, bitte. Das Navi-System. Kann ich mit dem was anfangen? Kontinentale Welt. 55% Bewohnbarkeit, ey. Oh Mann. Wie ist es 100? Wie schön. Aber es ist ein schön großer Planet, auf dem gefühlt 6000 verschiedene Spezies leben. Ja, das mag ich ja nie. Erstmal wieder einen Scheiß gegeben da. Oh Mann. Ja, aber schön ausgebaut. Die ganzen Orbital-Laser, Hydro-Farmen, bla bla. Das mache ich nie. Ja, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Ist ja sehr nett, Anno. Ist ja super. So, wer nimmt jetzt diesen dreckigen Sektor ab? Gleich wohl. Sektor zu verkaufen. Sektor zu verkaufen. Hessen der Sektor da nochmal. Den mag ich ja gleich loswerden. Siehe, aber er kommt da in die ehemalige Endzeit. Kommt da rein. War alles Endzeitgesocks drinnen ist, was irgendwie überlebt hat. So, jetzt aber, ne? In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Und Hummel, muss, muss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.